Ich arbeite für eine Partnerorganisation von Brot für die Welt im Kongo. Den Kleinbauern zeige ich, wie sie durch verbesserte Anbaumethoden, bessere Verwertung der Produkte und eine veränderte Strategie beim Verkauf mehr Geld verdienen können. Immer weniger Menschen müssen hungern. Und ich freue mich besonders, dass aufgrund des gestiegenen Einkommens der Eltern immer mehr Kinder in die Schule gehen können. Ich sage Danke an alle, die dazu beigetragen haben. Dreimal heißt es heute, trau dich in ERZ-TV Kompakt. Trau dich, Jugend schafft Kunstwerke. Trau dich, Lauter sucht Prinzessin. Und trau dich, Talente fahren Rennen. Glück auf, gut, dass Sie da sind. Großeinsatz der Feuerwehren am Montag in Drehbach. Im Ortsteil Griesbach ist eine Lagerhalle ausgebrannt. Darin waren Abfälle gelagert. Etwa 80 Feuerwehrleute waren im Einsatz, hieß es von der Einsatzleitung. Erst am frühen Dienstagmorgen waren die Löscharbeiten nach rund 13 Stunden beendet. Verletzt wurde niemand. Anwohner wurden aber wegen des Brandrauchs gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Jetzt wird die Brandursache ermittelt. Musik und Comedy verbinden sich ab Donnerstagabend im Auer Kulturhaus zu einer eindrucksvollen Mischung. Eine Ausstellung mit weit mehr als 200 Exponaten aus dem Traudig Kinder- und Jugendsymposium der Jahre 2016 und 2017 öffnet ihre Tore. Auf Leinwand gebannte Zeichentrickfiguren mischen sich unter ein schreiendes Baby aus Klöppelgarn, geschnitzte Einhörner und einen schlagzeugspielenden Frosch aus Pappmaché. ERZ-TV war im Juni dabei, als die Kunstwerke des Jahres 2017 entstanden sind, die jetzt bis zum 14. Januar 2018 im Kulturhaus Aue gezeigt werden. Ganz genau 91 Kinder und Jugendliche haben beim Kinder- und Jugendkunstsymposium auf Schloss Schwarzenberg ihrer Kreativität freien Lauf gelassen. Ganz bei Null ging es für alle bei der vom Kulturbetrieb des Erzgebirgskreises organisierten Veranstaltung nicht los, verrät die Leiterin bei der Organisation des Symposiums, Simone Georgi. Die Kinder reichen Skizzen ein und dann gibt es eine Jury und die Skizzen auswerten und die Kinder werden dann zum Symposium eingeladen. Das Thema lautete bei der 14. Auflage der Veranstaltung von Comedy bis Zeichentrick. Die 8- bis 18-Jährigen konnten 3 Tage lang ihre Kenntnisse und Fertigkeiten im Schnitzen und Klöppeln, aber auch beim Filzen oder in der bildenden Kunst festigen und erweitern. Dafür wird auch eine längere Anreise in Kauf genommen. Die Kinder kommen aus dem Erzgebirgskreis und überregional aus Berlin und Mittelsachsen. Die Teilnehmer aus dem Bereich Bildende Kunst begannen das Symposium wie schon in den beiden vorangegangenen Jahren mit einem Workshop im Auer Kulturhaus. Wie bereits 2016 wurde dieser von der Dresdner Manga-Künstlerin Sabrina Schürer geleitet. In dem Seminar wird den Nachwuchskünstlern gezeigt, worauf es beim Zeichnen eines Comics ankommt. Also heute wird das Manga-Zeichnen gelernt, speziell in Bezug auf Geschichtenzeichnen. Und das bedeutet einfach, dass die Kinder lernen, eine Geschichte selber in diesen vorgegebenen Kästchen zu zeichnen, mit den typischen Stilelementen des Mangas.
Die Nachwuchs-Manga-Zeichner konnten die Kursleiterin bei der kreativen Arbeit mit ihren Fragen löchern. Also die meisten wollen gerne wissen, wie man Hände zeichnet. Dann wird viel zu Emotionen gefragt, wie stelle ich dieses Gefühl von Glücklichsein dar oder wenn jemand Schadenfreude zeigt. Dann geht es viel um Körperaufbau, wie stelle ich das dar, wenn eine Person rennt. Von Comedy bis Zeichentrick lautete das diesjährige Motto beim Kinder- und Jugendkunstsymposium des Erzgebirgskreises in Schwarzenberg und Aue. Und wenn Manga dabei ist, liegt ein Film recht nahe. Ein Film direkt nicht, aber jeder macht eine eigene kleine Manga-Geschichte. Also manche arbeiten auch in Zweierteams oder Dreierteams. Und das Ziel ist, dass jeder halt eben eine kleine Geschichte von den Figuren, die er sich selbst ausgedacht hat, richtig mit Schwarz- und Graustufen und so weiter zeichnet, sodass das auch vielleicht als Heft abgedruckt werden kann. Der Schatz an Kunstwerken von erzgebirgischen Nachwuchskünstlern ist durch das Kinder- und Jugendkunstsymposium 2017 weiter angewachsen. Das Schnitzen und das Klöppeln sind nach wie vor beliebt. Andere Kunstformen wie das Zeichnen von Mangas auf dem Vormarsch. Neues fürs Erzgebirge. Der Worte sind genug gewechselt, lasst mich auch endlich Taten sehen. Knut Weißflug vom Vorstand der Wirtschaftsjunioren Erzgebirge beendete mit dem bekannten Goethe-Zitat am Montagabend nach rund 3 Stunden eine interessante Podiumsdiskussion mit den Bundestagsabgeordneten des Wahlkreises Erzgebirge I. Er ergänzte: Wir wünschen uns, dass der gewählte Kandidat in Berlin Politik für die Region und nicht nur für seine Partei macht. Vorher erlebten die Gäste eine lebhaft sachliche Gesprächsrunde. Auf Einladung der Wirtschaftsjunioren und der Industrie- und Handelskammer stellten sich, im Bild von links nach rechts, Carsten U. Teubner, AfD, Klaus Tischendorf, Die Linke, Alexander Kraus, CDU, Sebastian Walter, Bündnis 90, Die Grünen, Sören Wittig, SPD und Tino Günther, FDP, den Fragen des Moderators Uwe Wicher und aus dem Publikum. Sven Günther, Chefredakteur beim Wochenspiegel Erzgebirge, hat die Veranstaltung verfolgt und berichtet über die Veranstaltung unter wochenendspiegel.de im Internet. Und auch das kennzeichnet die Wahl in diesem Jahr. In Marienberg bemerkte eine Polizeistreife am Montag gegen 23.30 Uhr auf der äußeren Wolkensteiner Straße mehrere brennende Wahlplakate. Die Beamten löschten die Flammen. Ein 36-Jähriger konnte in der Nähe des Tatortes gestellt werden. Er steht in Verdacht, die Plakate angezündet zu haben. Er wurde nach den ersten polizeilichen Maßnahmen aber wieder entlassen. Cindy Glaser aus Bayerfeld steht als zweite Bewerberin um das Amt der Lauterer Vogelbeerprinzessin fest. Die 33-Jährige ist verheiratet und sechsfache Mutter. Ihre 4 Töchter und die beiden Söhne halten sie nicht nur auf Trab, sondern blutjung. Ich bin gern ein bisschen anders, bin tätowiert und gepierst, sagte die Bayerfelderin, die sehr viel Wert auf ihr Äußeres legt. Nadine Wagner aus Lauter hatte sich als Erste um das Amt der Vogelbeerprinzessin beworben. Bis zum 18. September 2017 kann sich noch für das Amt der Vogelbeerprinzessin beworben werden, unter anderem per E-Mail. Im Dezember 2016 tötete ein Terrorist auf dem Weihnachtsmarkt vor der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin 12 Menschen, 55 wurden zum Teil schwer verletzt. Ein Anschlag, der Deutschland erschütterte, auch die Menschen in Zwickau bewegte. Als Symbol der tiefen Anteilnahme wurde jetzt, wie der Wochenspiegel Erzgebirge berichtet, in der Gedächtniskirche ein Schwibbogen aus Zwickau übergeben, der künftig während des Weihnachtsmarktes auf dem Breitscheidplatz an die Opfer des Anschlages erinnern soll. Der Schwibbogen mit Berliner Motiven stand zuvor auf der Zwickauer Schlossweihnacht. Nach dem Anschlag entstand beim Betreiber der Schlossweihnacht, der Zwickauer Firma Kraus Event GmbH, die Idee, den Schwibbogen als Geschenk an die Kollegin vom Schaustellerverband Berlin zu übergeben. Der metallene Schwibbogen wurde vom Pulverlackierzentrum Zwickau gefertigt und misst 1,50 Meter mal 75 Zentimeter. Noch vor 5 Jahren konnten Ornithologen auf dem Areal der Jägerkaserne zwischen Schneeberg und Zschorlau das seltene Braunkehlchen ausfindig machen.
Dieses ehemalige Bundeswehrgelände bot über viele Jahre hinweg einen geschützten Lebensraum für bedrohte Wiesenbrüterarten, die ansonsten in den unteren und mittleren Lagen des Erzgebirges schon sehr stark zurückgegangen oder ganz verschwunden sind. Ulrike Kahl von den erzgebirgischen Grünen äußerte sich dazu folgendermaßen. Fachliche Gutachten, die eine erhebliche Beeinträchtigung der dort lebenden Vogelpopulationen belegten, wurden seitens der Gemeinde und der zuständigen Behörden nicht berücksichtigt, sodass ein Teil dieser Fläche künftig als Gewerbegebiet für die Gemeinde Tschorlau fungieren wird. Mit dem Herauslösen wertvoller Flächen aus dem größten Offenlandbiotop des Erzgebirgskreises wird die dramatische Situation der noch verbliebenen Arten weiter beschleunigt. Die Staatszielbestimmung des Umweltschutzes im Grundgesetz sowie die nach Naturschutzrecht einzuholende Fachexpertise durch Artenschutzgutachten werden durch solche Entscheidungen vor Ort leider immer wieder unterlaufen. Wenn sich diese Praxis nicht ändert, wird auch das Erzgebirge Schauplatz eines stetig steigenden Artensterbens bleiben. Im ersten Halbjahr wurden im Erzgebirgskreis 51 Borrelioseerkrankungen registriert. Das geht aus einer Antwort des sächsischen Sozialministeriums auf eine Anfrage des CDU-Landtagsabgeordneten Alexander Kraus hervor. Das ist genau die gleiche Anzahl wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Krankheit sei nicht einfach zu diagnostizieren, sagte Kraus. Deswegen müsse mit einer hohen Dunkelziffer gerechnet werden. Der Sachsenring. Internationalen Motorsport gibt es hier nicht nur, wenn der Motorrad Grand Prix zu Gast ist. International ist ebenso der ADAC Minibike Cup. Die 8. Rennveranstaltung der Saison fand am 27. August auf dem Sachsenring statt, mit den Läufen in der Einsteiger- und der Nachwuchsklasse. Ausrichter der Veranstaltung war der AMC Sachsenring. Jedes Jahr sind wir einmal Ausrichter des Minibike-Renns. Und das führen wir natürlich hier am Sachsenring durch. Und sind natürlich begeistert, dass so viele Zuschauer da sind, auch Teilnehmer. Natürlich sind unsere Fahrer ganz vorn mit dabei, das ist natürlich das Erfreulichste von allen. Im ersten Rennen der Nachwuchsklasse gewann vom ADAC Racing Team AMC Sachsenring der Dresdner Lennox Lehmann vor seinem Teamkollegen Philipp Tonn aus Neukirchen. Dritter wurde der Tscheche Stepan Suda. Im zweiten Rennen setzte sich der Niederländer Dan Boy durch. Zweiter wurde Lennox Lehmann vor Lucy Michel aus Elderlein, die ebenso für das ADAC Racing Team AMC Sachsenring fährt. Philipp Tonn wurde Fünfter, führt aber nach wie vor die Tabelle an. Mit zwei Siegen auf dem Sachsenring sicherte sich in der Einsteigerklasse Jakub Borecki aus Tschechien vorzeitig den Meistertitel. Vom gastgebenden Verein schafft es in dieser Klasse kein Fahrer auf das Podest. Nachwuchsarbeit ist für den AMC Sachsenring wichtiger Bestandteil der Vereinsarbeit. Wir kümmern uns natürlich um die ganz Kleinen, die bei uns schon früh den Einstieg in den Motorsport finden. Und werden natürlich von uns weiter begleitet bis rein in den Minibikesport. Und dann hoffen wir natürlich mal, dass sie später übernommen werden in größeren professionellen Nachwuchssport. Und dass wir dann mal sagen können, vielleicht ist mal ein Rossi als Hohenstein. Der AMC Sachsenring, der fast 450 Mitglieder hat, richtete am 27. August nicht nur das Minibike-Rennen aus, sondern lud zugleich zum Vereinsfest ein, bei dem ganz klar Lust auf Motorsport gemacht wurde. Unter anderem durften die kleinsten Besucher sich mit den Pocketbikes vertraut machen. An Vierrädern fehlte es ebenfalls nicht. Es gab die Möglichkeit, auf dem Parcours Kart zu fahren. Wer nur schauen wollte, hatte reichlich Oldtimer zum Bestaunen. Nach der Länderspielpause geht es am kommenden Wochenende auch in der zweiten Fußball-Bundesliga weiter. Bei den Auer Veilchen mit der Hoffnung, dass der Aufwärtstrend fortgesetzt werden kann. Bevor der FC Erzgebirge am Sonnabend in einem Auswärtsspiel beim FC Ingolstadt ran muss, erinnern wir an einen großen, international bekannten Fußballer, der vor 10 Jahren in Aue seinen Abschied nahm. In der gleichen Partie Sieger und Verlierer zu sein, kommt im Fußball nicht allzu oft vor. Für einen großen Namen vom FC Erzgebirge Aue wurde das aber vor 10 Jahren Realität. Beim Freundschaftsspiel zwischen dem FCE und dem polnischen Erstligisten Lech Poznan verabschiedete sich Andrzej Juskowiak am 7. September 2007 in Aue von den Fans und den Spielern. Jusko, wie die Fans ihn nennen, spielte jeweils eine Halbzeit für beide Mannschaften und das nicht ohne Grund.
Von 1987 bis 1992 war der Pole in seinem Heimatland für Lech Poznań aktiv, ab Januar 2004 für die Auer Veilchen. In 110 Zweitligaspielen für den FCE schoss der Stürmer 33 Tore. Juskowiak, der von New York ins Erzgebirge kam, war die bis dato spektakulärste Neuverpflichtung beim FC Erzgebirge. Das Spiel gewannen am Ende die polnischen Gäste mit 4:2, obwohl Aue nach der ersten Halbzeit noch mit 2:0 in Führung lag. Neben dem Spiel verlor der FCE auch noch einen wichtigen Leistungsträger. Vielen Fans und Spielern fiel der Abschied nicht leicht, war Andrzej Juskowiak doch für sie eine Leitfigur und ein richtig guter Fußballer. Die Veranstaltungstipps bei RZTV. In Schneeberg wird am 8. September über das Projekt Demokratie leben ins Kulturzentrum Goldene Sonne eingeladen. Dann gibt es zur Eröffnung der Ausstellung Ich bin kein Etikett um 18 Uhr einen Vortrag, in dem es um sexuelle und geschlechtliche Vielfalt geht. Themen der Ausstellung sind zudem Asylfeindlichkeit, Rassismus, Antisemitismus und Islamfeindlichkeit. Plätze können unter Telefon 03772 370 930 reserviert werden. Zu sehen wird die Ausstellung bis zum 29. September sein. Wo findet man Russen und Ukrainer, die gemeinsam singen und tanzen? Bei Konzerten der Berliner Band Apparatschik. Weit über die Landesgrenzen hinweg begeistern die vier Musiker das Publikum mit ihren energiegeladenen Live-Konzerten, mitreißenden Melodien und mit einem Rhythmus, der ins Blut geht. Am Samstag gastiert Apparatschik 19 Uhr im Kultur- und Freizeitzentrum in Lugau. Der Kleingartenverein Frischer Wind Venusberg feiert vom 8. bis 10. September das 70-jährige Bestehen. Höhepunkt für jedermann ist am Sonnabend ein Gartenfest auf dem Festplatz bei freiem Eintritt. Ab 15 Uhr stehen Kinder dabei besonders im Mittelpunkt. Unter dem Motto »Stell dich deiner Herausforderung« veranstaltet die Sportgruppe der Feuerwehr Schwarzenberg am Sonnabend in Kooperation mit der Stadt Schwarzenberg und dem Kreis Sportbund Erzgebirge den zweiten Sportabzeichentag. Nachdem das Angebot im vergangenen Jahr hier Bilder von in der Ritter-Georg-Sportstätte ausschließlich an Mitglieder der Feuerwehr gerichtet war, kann in diesem Jahr jedermann ab einem Alter von 6 Jahren teilnehmen. Veranstaltungsort ist diesmal von 10 bis 17 Uhr der Sportplatz an der Grundschule Sonnenleite an der Sachsenfelder Straße. Der notwendige Nachweis der Schwimmfertigkeit kann im benachbarten Sonnenbad erbracht werden. Dort stehen von 11.30 Uhr bis 15.30 Uhr die Mitglieder der Abteilung Schwimmen des SV Tanne Talheim als Prüfer bereit. Gegen Vorlage der Prüfkarte ist der Eintritt zum Bad für das Ablegen der Schwimmdisziplin gratis. Die Anmeldung vorab unter anderem des vollständigen Namens, der Anschrift und des Geburtsdatums ist noch bis Freitag 12 Uhr beim KSB Erzgebirge telefonisch unter 03733 145 430 oder per E-Mail unter post@ksberzgebirge.de möglich. Das war RZTV Kompakt am Mittwoch. Morgen um 20 Uhr wieder eine neue Ausgabe. Jetzt dürfen wir Sie noch auf rztv.de und unsere Facebook-Seite verweisen, auf denen Sie viele programmbegleitende Informationen und Nachrichten und auch eine umfangreiche Mediathek finden. Ihnen jetzt einen schönen Abend. Gut, dass Sie heute dabei waren. Glück auf! Einfach Gold wert, mein Silberstrom. Samstag, 9. September, 9 Uhr, ist es wieder soweit. Das 11. Silberstrom-Drachenbootrennen startet am Strandbad Vilsteich in Schneeberg. Das spannende und lustige Spektakel zum Saisonausklang mit bis zu 570 Drachenbootrennkanuten. Natürlich freier Eintritt mit Ihrer Silberstrom-Card. Infos auch unter silberstrom.de. Silberstrom ist mir Gold wert.
Die Erla GmbH, Ihr Vertragshändler für Renault und Dacia, Land- und Kommunaltechnik von Lindner, präsentiert Ihnen Wetter- und Tagesbilder. Kommen Sie am 23. September zum Oktoberfest nach Oelsnitz-Erzgebirge. Erla GmbH, Ihr Vertragshändler für Renault und Dacia, Land- und Kommunaltechnik von Lindner, präsentierte Ihnen Wetter- und Tagesbilder. Kommen Sie am 23. September zum Oktoberfest nach Oelsnitz-Erzgebirge.